Ja, meine lieben Freunde, hier ist wieder Onkel Nook mit Eve Online und dem Tutorial Nummer 7. Ich melde mich mal an. Schwuppdiwupp. So, wir hatten letztes Mal die Übersicht. Ja. Das nervt mich mittlerweile kolossal, dass sie sich immer wieder einmischt. Unser Agent, der sagte, die 9. von 10. Wir sollen ein Betäubungsmittellager zerstören und dem Agenten Bericht. Die armen Goristas, immer gegen die Goristas. So, Beschränkungen für Schiffe. Wenn der Kestrel hier steht, dann ist alles gut. Können Sie Ihre Kessel oder eines der folgenden Schiffe verwenden? Ist immer wichtig, da mal reinzugucken. Tja, das haben wir schon, klar. Goristas. Akzeptieren wir in 2 Stunden 9 Minuten. Abschließen. In Uitra. Na prima. Das Geblinke. Bitte weg. Abdocken. Spaß haben. Bang, bang. Warp-Antrieb aktiv. Ui, was für ein Schwenk. Wann geht's denn diesmal? Durch die Station hindurch. Da kennen wir nix. Wir warpen durch Planeten, durch Sonnen. So, ein Drogenlabor oder sowas. Drogenlager. Ui. Okay. Rookie. Den letzten, der weit weg ist, umkreisen wir mit 20. Wie weit können wir eigentlich schießen mittlerweile? 26. Mhm. Du an. Den können wir nicht einschalten, der ist passiv. So. Fangen wir mit dir an. Bums. Dann du. Und dann du. Allzu viel haben die ja nicht entgegenzusetzen, ne? Und die sind alle voll, die Wracks. Ach, da kommen die nächsten. Ja gut, dann... Fein! Den Pity Imputer umkreisen. Nett. Na. Und du noch. Und da ist das Acceleration Tor. Gut, dann... Fangen wir mal hier hinten an. Die können wir, glaube ich, ausschalten. Ich glaube nicht, dass jetzt noch welche kommen.
Da müssen wir hin. Ist das eine Giftwolke? Ich hoffe nicht, ne? Na komm. Einsammeln. Und salvagen. Jetzt haben wir 62.000. Ja. Ja. Der ist schon leer. Ach, das war's schon, ja. Komm hin. Brenn ihn. Puh, nichts. Annähernd auf null, hier sind wir ja schon. Dann springen wir mal da durch. Warp-Antrieb aktiv. Dann behalten wir schön bei deine Geschwindigkeit. Erhöhe die mal wieder. Musik. Hier ist das Narcotics Warehouse. Ja, da müssen wir hin. Nähern wir uns überhaupt? Ah ja, jetzt. Den umkreisen wir hier. So ein PTR Gator. Oh. Infiltrator bitte umkreisen. Kommen die nicht mit hier? Haben die keinen Bock? Alles schön voll.
Und schwupp. Noch mehr. Komm, schieß es ab. Das Narcotics Warehouse. Gucken wir mal drauf. Aha. Nett. Wovon? Wo bin ich? Da irgendwo. Ja, nimmt ganz schön Schaden. Hübsch, hübsch, hübsch. Hoffentlich gibt es hier ordentlich Loot. Dann mal hier hin, bitte. Schalten wir mal aus. Keine Gegner mehr. Denn unser Energiespeicher war schon unter 50. Also ich nehme natürlich keine Drogen mit, weil da gibt es Stress. Der Concorde. Aber reinschauen darf man ja mal. Boah, 3000 hat er. Dann macht das Ding wieder zu. Und baller es ab. Und dann bitte hier hin. Mein Gott. Ja, das war's. Große, ich sag mal, Griff ins Klo. Ja. Erfüllt. Schätze ich mal, ne? Ja. Na komm, dann zurück. Warp-Antrieb aktiv. Ja, der Konto füllt sich langsam wieder. Denn wir kriegen ja pro Abschuss dann auch noch Kopfgeld, ne? Das ist natürlich jetzt ganz gering hier. Bei diesen Karriere-Agenten. In den höheren Missionen später, da lohnt sich das. Andock-Erlaubnis erbieten. Anfrage zum Andock. Einige sind hier am Minern schon mit der Venture. So. Die könnten wir noch erfragen, ne? Wir packen aber jetzt erstmal unser Zeug raus. Thank you.
Okay. 10 von 10. Dies ist eine wichtige Mission, die einen erheblichen Einfluss auf ihre Fraktionsansehen haben wird. Oh, die müssen wir schaffen. Die Ashioda Corporation ist nicht glücklich. Oh, she's not amused. Und ich auch nicht. Es ist Zeit, diesen selbsternannten Banditenkönig Tahama ein Ende zu bereiten. Wir belohnen sie reichlich, wenn sie diese Aufgabe übernehmen. Denken sie daran, dass Tahama von seinen Helfern gut bewacht wird. Sie werden sich also wahrscheinlich den Weg freikämpfen müssen, bevor sie zu ihm gelangen. Seien Sie froh, dass wir es hier mit Piratengesindel zu tun haben und nicht mit professionellen Naseweisen der Galente. Obwohl ich mir sicher bin, dass Sie von denen früh genug eine Kostprobe bekommen werden. Das möchte ich ja gar nicht. Nicht gegen andere Völker kämpfen. Finden Sie Tahama und töten Sie ihn ein für alle Male. Aha, das ist woanders. Kurs setzen. Hoppla. Wir dürfen. Noch eine Merlin. Nein. Ich fühle mich ja wie ein Gebrauchtwagenhändler. Einmal Sharpshooter. 248.000. Ich hörte, jemand sucht die Hilfe eines verlässlichen Kapselpiloten von ihrem Schlag. Es handelt sich um Sister Alitura. Sie arbeitet für die Servant Sisters of Eve, fernab von Arnon. Oh. Seit ich ihr von einiger Zeit von einem anderen Kapselpiloten empfahl, habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Was da auf sie zukommt, ist also wahrscheinlich nicht einfach. Trotzdem, bei Interesse wartet bestimmt ein Haufen Arbeit auf sie, der sie für längere Zeit beschäftigen wird. Wenn Sie sich für einen Besuch bei Altitura entscheiden, prüfen Sie lieber zweimal, ob Ihr Autopilot auch die sicherste Route nach Arnon berechnet. Schnellster Weg könnte Sie durch Gebiete mit niedriger Sicherheitsstufe führen. Zu einem solch frühen Zeitpunkt in Ihrer Laufbahn würde ich davon abraten. Sicherheit ist wichtiger als Schnelligkeit. Ja, ich benutze ja keinen Autopiloten, ne? Sondern mache das händisch. Ich frage mich, wofür wir jetzt den Webifier... Kopfgeld. Nett. Unsere Verkäufe. Jetzt über das Marktauftragskommission an Makler, diese 100 verdammten Dinger. Und dann auch noch Steuern. Gut, Steuern sind anteilmäßig. Nun gut. Akzeptieren. Machen wir, ne? Hängen wir direkt noch dran. Machen wir das Blinken auf. Im Local sind wir. Dann ab. Wir müssen in ein anderes System. Warp-Antrieb aktiv. Oh, das sollte man natürlich nachladen. Das geht wieder diese Richtung. Ups. So. Zur Position warpen. Warp-Antrieb aktiv. Wann geht's denn? Bin ich immer gespannt. Na, hier ist nun Acceleration Tor. Warp-Antrieb aktiv. Dann mal da durch, Baby. Bunker.
Minmata. Ups, wo muss ich hin? Da kommen sie. Holla, die Waldfee. Ruki, 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 Ruki. Ja, geht ja ganz flott. Aber kommen noch mehr. Der ist noch nicht dabei, der Typ. Dann erstmal looten. Bunker, Bunker. Ja, muss man vorsichtig sein. Das ist alles Minmanta. Wenn wir da was abschießen, sind wir dran. Ah, da kommen noch welche. Oh, ich loot jetzt erstmal. Bis die dran sind. Schalten wir die beiden mal aus. Und du auch noch, weil du gerade hier bist. Oh, bitte lass mal was Vernünftiges drin sein. Laden wir schon mal nach. So, ja, sonst haben wir nichts. Volvo Elevation Tower, Tower Junction, Volvo Lookout Tower, Bunker, nee. Ja, dann mal da durch. Auf geht's. Warp-Antrieb aktiv. Was? Noch ein Acceleration? Au!
Los, beweg dich. Piti im Puta, den umkreisen wir. Ist er immer noch nicht der Typ, ne? Naja, das sind jetzt keine Heldentaten. Infested Station Ruins. Was ist denn da? Aha. Den bitte rausnehmen. Kommt noch mehr? Oh ja. Den Invader umkreisen wir wieder. Kommen die eigentlich alle her? Infested Station. Die gehen wir mal ans Silvetchen. Müssen wir irgendwas Large Cultivar, müssen wir da irgendwas machen? Gucke ich gleich mal nach. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Aha. Ja, der hat nur ein Kurzzeitgedächtnis. Ich muss ihn dauernd wiederholen, die Befehle. Er vergisst es. Oh. Sollte aber dringend mal ausschalten. Keine Energie mehr. So, auf geht's ins nächste Tor. Warp-Antrieb aktiv. Hohoho.
Stasis Webturm. Oh. Wo ist der Stasis Webturm? Der macht mich ja alle hier. Meine Güte. Aber das schaffen wir. Vor allem, wenn wir noch ein bisschen Stoff geben, treffen wir uns auch schlechter. Müssen wir gleich haben, so. Und Junge, jetzt bist du dran. Na, schon ganz gut, dass wir uns so ausgerüstet haben hier. Mit Schilden und... Aber ich sehe immer noch nicht... Doch, da haben wir Stasis, da ist er. Näher ran. Haben wir gleich. Da, Outpost. Piratenbasis. Aufschalten und schießen. Das war's, Burschi. Kurs, Piratenkapsel, Container. Wo ist denn jetzt? Ach, das ist gar nicht mehr da, jetzt das andere Teil. Gut, fangen wir einfach hier vorne an. So, erholen wir uns, laden nach. Und hoffentlich ist noch was Schönes dabei. Das wird über 300.000 kommen, das wäre klasse. Das wäre schön. Oh, ja. Pff, Müll. Ja komm, bleib da. Mach den mal aus, der stört mal. Ja, das war's. So, den sollten wir doch erfüllt haben, ja. Kurs setzen, zurückspringen. Wunderbar. Warp-Antrieb aktiv. Andock-Erlaubnis erbeten.
Anfrage zum Andocken angenommen. So, jetzt laden wir mal den ganzen Müll um. Hervorragend. Und geben die ab. Boah, geil. Was ist das Altitura? Bis jetzt einfach mal spaßeshalber den Kurs. Das scheint interessant zu sein. Ja, mal 05er, das ist noch okay. Ich spring dann wahrscheinlich selber dahin, bevor wir das nächste Mal starten. Weil das ist langweilig, ne? Von Tor zu Tor hüpfen. Da geht einfach zu viel Zeit drauf. Gut. Ich bin sehr dankbar für alles, was Sie getan haben, Onkel Noob Let's Play. Sie haben nicht nur bewiesen, dass Sie anspruchsvolle Aufgaben übernehmen können, Sie können auch Resultate liefern. Es gibt hier draußen eine Menge Agenten, die jemanden wie Sie gerne beschäftigen würden. Schließen. Ja, der ist jetzt für uns gestorben. Ne, wenn wir jetzt hier drauf gehen. Ja, tut mir leid. Ich habe keine Aufträge für Sie verfügbar. 2,8 haben wir hier. Nett. Ja, haben wir fast wieder 12 Millionen. Kopfgeld war nicht so doll diesmal. Zeitbonus, ja. Sehr schön. Corporation Steuer 27.000. Nicht wahnsinnig. Ey, sind da 12% Corporation Steuer oder was? Das glaube ich da wohl nicht. Oder von den beiden Sachen hier zusammen. Nee, von dem hier. Na toll. Ja, meine Lieben. Ich gehe jetzt noch kurz hier rein. Und werde die Sachen verkaufen oder ja. Metalle draus machen. Sharpshooter, den könnten wir da hinzufügen. Ich bin noch nicht so weit. Drones müssen Level 4 sein und das dauert leider noch. 7 Stunden, dann kommt Wiepen ab mit 7 Stunden und dann Power Grid 4 Tage 21 Stunden. Ja. Die werden dann immer heftiger, ne? Okay, warte. Es hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr habt was erlebt, was gesehen. Bis dann. Und ja, schönen Tag noch. Fly safe. Euer Onkel Noob.